Ganz toll. Habt ihr gut gemacht. So. Und jetzt offiziell einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen, die ihr hier seid. Und einen wunderschönen guten Morgen ihr, wo immer ihr seid, wünsche ich euch auch einen guten Morgen. Und es ist schön, dass ihr dabei seid und es ist schön, dass du dich heute aufgemacht hast, dass du hierher gekommen bist. Und ich weiß nicht, wie es dem Einzelnen geht. Vielleicht hast du schon den ein oder anderen Streit hinter dir. Vielleicht hast du schon das ein oder andere negative Erlebnis. Aber vielleicht hast du auch was Positives erlebt. Und das ist schön. Und wir feiern diesen Gottesdienst in der Gewissheit, dass Gott mit seiner Liebe hier präsent ist. Und er möchte dir etwas mitgeben. Und der Tisch ist reichlich gedeckt. Und es ist wirklich schön. Es lohnt sich. Es lohnt sich, auf dem Weg zu gehen, den Gott, der Schöpfer, vorgegeben hat. Und es ist immer spannend, wenn man diesen Weg gehen darf. Und wir dürfen immer wieder neue Dinge erleben. Und es ist gut so. Ist jemand vielleicht zum ersten Mal da? Oder hast du das erste Mal eingeschaltet? Ich sehe nicht, dass du dich meldest. Aber vielleicht hast du dich tatsächlich das erste Mal eingeschaltet. Geburtstage haben wir auch keine, vielleicht auch spontan. Wenn jemand Geburtstag hat, der zuschaut, Gottes Segen und alles Gute. So, und jetzt, liebe Britta, darf ich dich bitten, komm doch mal nach oben. Wir hatten am letzten Sonntag einen wunderbaren Gottesdienst und eine wunderbare Gemeinschaft. Und Britta wird euch allen noch mal da ein bisschen mit reinnehmen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, an euch, die ihr hier seid und auch an alle, die im Livestream zuschauen. Wir hatten wirklich ein sehr interessantes letztes Wochenende. Es fing donnerstags an, ging bis Sonntag. Und wir durften die Familie Rama aus Albanien bei uns zu Gast haben. Fünfköpfige Familie. Und wenn es klappt mit dem... Ja, da sind sie. Auch auf dem Bildschirm könnt ihr sie sehen. Ja, es war eine schöne Zeit. Und warum hatten wir sie da? Die Gemeinde ist mit Albanien verbunden, schon über viele Jahre. Und uns war es wichtig, auch sie einfach mal wieder hier zu haben, allen vorzustellen, Kontakte zu knüpfen, Gemeinschaft zu haben. Und wir waren sehr gesegnet, auch an dem Samstagabend mal aus dem Leben von Mentor Rama zu hören. Ja, einer, der im Kosovo geboren ist, im Allgäu aufgewachsen ist und jetzt in Albanien Gott dient. Das ist schon spannend. Und das hat uns mitgenommen. Er hat auch am Sonntag dann noch davon berichtet. Und die Arbeit in Albanien nennt sich CFN, Christ for the Nations Albanien. Und es fing mit einer Bibelschule an, aber es ist viel mehr geworden, inzwischen ein großes Werk. Und es ist viel im geistlichen Bereich wird gearbeitet. Sie haben 3 Gemeinden gründen dürfen, es gibt Bibelschule, aber sind ganz aktiv auch im humanitären Bereich, gerade in Katastrophenzeiten sind sie im Einsatz. Und es ist schön für uns als Gemeinde, dass wir da auch Anteil nehmen dürfen. Und das wollen wir verstärken, auch in der Zukunft. Und hier in Deutschland kann man auch etwas darüber sehen, und zwar über Pro Albanien im Internet. Könnt ihr euch schlau machen, könnt ihr mal googeln, könnt mal reinschauen. Und im Foyer haben wir auch noch Material ausliegen für die Geschwister, die jetzt letzten Sonntag nicht da waren. Nehmt euch mit, betet dafür, macht euch Gedanken. Ja, wir wollen mit der Familie Rama und mit Albanien weitergehen, auch als Gemeinde, und auch da hinein investieren. Denn nicht jeder von uns geht nun mal ins Missionsfeld, das ist einfach so. Wir haben zwar vieles um uns herum und auch viele Menschen aus anderen Ländern sind schon bei uns und wir dürfen auch hier aktiv sein. Und doch gibt es auch in den anderen Ländern noch vieles zu tun und da dürfen wir auch aktiv sein, obwohl wir hier bleiben. Und das können wir über diesen Weg. Und dazu möchten wir euch weiterhin als Gemeinde herzlich einladen. Auch alle, die ihr zuschaut, wenn ihr Interesse bekommen habt, könnt ihr euch melden und könnt von uns mehr erfahren, wer ist CFN, was ist Pro Albanien, wer ist die Familie Rama. Und so danke ich euch und wünsche euch einen schönen Gottesdienst. Dankeschön. Ja, Britta hat erwähnt Gebet. Und wir wissen, wie wichtig Gebet ist.
Und wir haben auch wieder entschieden, dass wir ab kommenden Donnerstag jeden Donnerstag Gebetsstunde haben. 19.30 Uhr hier in diesem Raum, in diesem Zentrum, treffen wir uns und wollen beten. Es gibt so viele Anliegen, wofür wir beten dürfen, denn das Gebet ist eine Waffe, die uns Gott gegeben hat und die wollen wir einsetzen. Es hat Kraft und Macht und das wollen wir auch anwenden. Ja, Bistro nach dem Gottesdienst. Wir wollen uns aber ein bisschen verteilen aufgrund der Situation. Wir wissen alle, jeder liest Zeitung und schaut Fernsehen, wollen uns ein bisschen verteilen, dass wir vielleicht auch Tische draußen hinstellen, Bistro-Tische. Und Kaffee am Freitag ist immer wieder sehr gern willkommen und die Anzahl wird größer, habe ich gehört. Es sind auch die ein oder anderen Kinder dabei. Und es ist schön, Kaffee am Freitag, 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Ihr seid alle eingeladen, bringt Freunde mit, das ist gut. Und heute Nachmittag natürlich Ukraine-Nachmittag. Und da habe ich auch schon das Stichwort. Wir hatten vor einigen Wochen haben wir einen Transport, wo unser Sascha Dovbenko dabei war. Und da haben wir einen kleinen Clip. Und da bitte ich mal Cornelia, dass ihr den mal einspielt. Vielleicht kann man dann das Licht. Ja, sehr gut. You were my song, my voice of praise. You were my hope and my hope for change. You were alive in me, lifting my soul, burning bright through the dark and cold when I thought I'd lost my way. You were my truth that never changed, and you were my comfort when I fell from grace. You were alive in me, lifting my soul, burning bright through the dark and cold when I thought I'd lost my way. And now I'm hanging on to every word you speak, finding comfort in the promises you keep. And I long to sing the glory of your name, 'cause you were alive in me when I thought I'd lost my way. When it all turned gray, and you were my compass when I lost my place. You were alive in me, lifting my soul, burning bright through the dark and cold when I thought I'd lost my way. And now I'm hanging on to every word you speak, finding comfort. Ja, danke an alle, die da mitgeholfen haben, die dabei waren vor Ort, aber auch allen danke, die gespendet haben auf dieses Konto, auf unser normales Konto unter dem Stichwort Ukraine. Und es ist toll, es ist toll, es ist schön und da bleiben wir dran. Ja, und heute haben wir wieder unseren Bruder Sven und da hören wir wieder was über Exodus. Unterwegs mit Gott, oh, was wir alles erlebt haben mit Gott, das haben die 13. Folge. Könnt ihr euch noch erinnern, was die erste Folge war? Oh, ich auch nicht. Ja, lieber Sven, komm doch mal nach oben. Es wird spannend und was heute als 13. Folge kommen wird. Ich möchte noch beten. Hab Dank, lieber Vater, für diesen Tag und ich bitte dich um deinen wunderbaren Segen für unseren lieben Bruder Sven. Und ich bitte dich auch, dass du uns alle, die zuhören, dass die Ohren geöffnet sind, aber vor allen Dingen das Herz,
dass dein Wort, was du Sven gegeben hast, in unsere Herzen fällt und dort etwas bewirkt. Und ich danke dir und ich bitte dich um deinen wunderbaren Segen. Amen. So. Da haben wir es. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen auch an diejenigen, die zu Hause zuschauen. Wir haben regelmäßig über 100 Menschen, die sich die Videos, die wir ins Internet stellen, anschauen. Das heißt, nicht nur erreichen wir hier Menschen, wir erreichen auch draußen Menschen. Und ich glaube, Gemeinde ist heute wichtiger als jemals zuvor. Und wir haben gesungen, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, jetzt genau. Die Zeit, dass wir unsere Herzen zu Gott öffnen. Jetzt ist die Zeit, dass wir Gott anbeten und dass wir von ihm hören möchten. Ich habe gehört, ihr habt die erste Folge wieder vergessen. Heißt, ich muss wieder von vorne anfangen. Ja, wir sind jetzt bei Teil 13 und diese Serie geht schon eine Weile. Seit letztem Jahr begleiten wir das Volk Israel von Ägypten aus durch die Wüste bis hin zum gelobten Land. Und wir haben in der Zeit viele Parallelen gesehen zwischen dem Volk Israel und unserer Gemeinde. Und das war auch das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, ist, dass diese Parallele da ist zwischen dem Volk Israel und der Gemeinde heute in der neutestamentlichen Zeit. Dass wie Gott im Alten Testament mit seinem Volk gehandelt hat, dass er so auch heute mit seinem Volk noch handelt. Und das sind wir, die Gemeinde. Und heute bin ich ehrlich gesagt ein bisschen nervös, weil Gott ziemlich schwer in meinem Herzen gewirkt hat in den letzten Tagen und bis heute Morgen noch. Ich habe hier die Predigt in der Cloud und als ich das gerade aufgerufen habe, da stand da noch drunter, vor einer Stunde geändert. Da seht ihr, Gott hat gewirkt. Die sah gestern Abend noch ganz anders aus als jetzt und ich kann nur Gott bitten, dass er spricht. Dass er auch zu euren Herzen spricht und dass er euch so bewegt, wie er auch mich bewegt. Und in der Zeit, in der wir hier diese Serie durchgemacht haben, Exodus, da haben wir auch Gott besser kennengelernt in seiner Art, wie er ist, wie er handelt. Wir haben gesehen, wie die Parallelen zwischen Mose und Jesus, ja, wie Mose so wie Jesus auch gehandelt hat. Wir haben gesehen, wie die Dinge, die physisch im Alten Testament sind, wie sie geistlich für uns heute noch da sind und wie sie durch Jesus zum Teil erfüllt worden sind. Wir haben erlebt, wie Gott über allem steht und wie penibel er möchte, dass wir sein Wort befolgen. Und er hat sein Volk Israel vorbereitet. Er hat ihnen gezeigt, durch die ganzen Plagen, als sie noch in Ägypten waren, was das Herz von Pharao wirklich war. Dass es dem Pharao damals nicht um das Wohl des Volkes Israels ging, sondern nur um seine eigene Macht, seinen eigenen Vorteil und seinen eigenen Stolz. Solche Politiker gibt es auch heute noch. Aber Gott hat sein Volk mit starker Hand aus Ägypten befreit. Und er hat seine Macht gezeigt. Er zeigte ihnen auch, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Auch nicht, wenn sie durch die Wüste gehen. Dass er sie versorgt. Manna vom Himmel, Wasser aus dem Fels.
Gott sorgt sich und Gott gibt seinem Volk all das, was sie brauchen. Er hat ihnen gezeigt, wie er ihre Feinde zerstören kann. Wir erinnern uns, als Mose den Stab gehoben hat, da hat Israel dominiert im Kampf. Und jedes Mal, wenn seine Hand schwer wurde, ups, dann ist es wieder gekippt. Die Israelis haben ganz deutlich gesehen, die Juden haben ganz deutlich gesehen, wenn Gott da ist, dann gewinnen wir. Und zwar haushoch. Aber sobald Gott nicht mehr da ist, sobald es nur auf uns Menschen ankommt, dann geht es in die andere Richtung. Gott hat seinem Volk auch seinen Zorn gezeigt. Wenn sie murrten oder wenn sie sich wieder nach Ägypten gesehnt haben, wenn sie gegen Mose rebelliert haben, wenn sie nicht geglaubt haben, wenn ihr Glaube schwach war. Gott hat sein Volk mit einer starken, aber auch strengen Hand geführt. Aber auch mit unheimlich viel Liebe und mit unheimlich viel Barmherzigkeit und mit unheimlich viel Gnade. Und all das haben wir gesehen in dieser Zeit. Und er hat sie vorbereitet auf das, was jetzt kommt. Auf den Moment, der jetzt bevorsteht, auf das gelobte Land. Und als Gott damals, letztes Jahr im Oktober, mir das aufs Herz gelegt hat, diese Serie zu predigen, hatte ich keine Ahnung, wie lange das gehen würde. Ich hatte auch keine Ahnung, wie genau das laufen würde. Aber er hat es immer wieder bestätigt, dass es das Richtige war für uns. Er hat es bestätigt durch die ganzen Gastprediger, die wir hatten, die immer wieder auf das Thema, obwohl sie gar nicht wussten, um was es geht hier, obwohl es keine Absprachen gab, immer wieder das bestätigt haben. Durch den Lobpreis, der hier stattgefunden hat, wenn die Lobpreislieder wie die Faust aufs Auge zu der Predigt passen, wenn Herzen bewegt werden, wenn Menschen angesprochen werden, ja, dann sieht man, dass Gott wirkt. Und das ist mir ganz wichtig, weil ich will nicht wirken und ich kann nicht wirken, Gott muss wirken. Und gerade erst letzte Woche, als der Pastor Mentorama hier war, hat er wieder das Thema aufgegriffen. Sollte uns allen ein Zeichen sein, dass Gott spricht. Dass er mit uns handelt und dass er uns etwas sagen möchte. Und uns auf etwas vorbereiten möchte. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass hier großartige Prediger stehen oder dass wir uns super geistliche Lobpreisleiter haben und Musikanten. Wir sind alle nur kleine Werkzeuge. Wir sind alle nicht wichtig. Wir sind alle nur kleine Werkzeuge, die Gott nutzt für sein großes Werk. Und auf Gott kommt es an. Und auf sein Werk kommt es an. Wir sind nicht wichtig. Und es ist ein Vorrecht und ein Privileg, wenn Gott durch uns handelt. Und wenn wir einen Dienst für Gott tun dürfen, dann ist das ein Privileg und dann ist das seine Gnade. Nicht unser Recht und nicht unser Verdienst. Es kommt allein auf Gott an. Und was macht der Meister, wenn sein Werkzeug nicht richtig funktioniert? Oder wenn er jetzt vielleicht ein anderes Werkzeug benötigt? Richtig, er tauscht es aus. Er nimmt sich das nächste Werkzeug. Gott ist der Meister. Er baut sein Werk und er sucht sich seine Werkzeuge aus. Und manchmal muss ein Werkzeug auch gewechselt werden. Und wir haben das hier in der Gemeinde erlebt und es ist nicht schlimm.
Es ist manchmal einfach nötig, um weiterbauen zu können, dass man ein Werkzeug wechselt. Dass man den Schraubenschlüssel beiseite legt und den Hammer nimmt, weil es mit dem Schraubenschlüssel jetzt einfach nicht mehr weitergeht. Und dann wird der Schraubenschlüssel vielleicht in einer anderen Gemeinde benötigt. Und da müssen wir nicht die Hände über den Kopf schlagen und in Panik ausbrechen. Gott arbeitet so. Gott hat einen Plan. Er hat einen Plan für die Gemeinde und er hat die Sache unter Kontrolle. Und er hat einen Plan für jede andere Gemeinde und hat auch dort alles unter Kontrolle. Wir sind nicht wichtig. Gott ist wichtig. Und ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube, dass Gott sehr bewusst handelt und sich sehr bewusst um seine Gemeinde und um jeden Einzelnen, um jedes seiner Kinder kümmert. Genauso, wie er sich auch ganz bewusst um das Volk Israel gekümmert hat. Da gibt es keine Zufälle. Er hat alles unter Kontrolle und er macht die Dinge bewusst. Und so ist es kein Zufall, dass wir diese Exodus-Serie gehabt haben. Es ist auch kein Zufall, wenn andere Prediger kommen und Dinge bestätigen. Es ist kein Zufall, wenn Lobpreislieder passen. Die Dinge sind nicht geplant, die Dinge sind nicht abgesprochen, es sind keine Zufälle, sondern das ist Gott, wie er mit uns spricht und uns führt. So wie er das Volk Israel durch die Wüste geführt hat. Und jetzt steht das Volk Israel vor dem gelobten Land. Und auch das ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass genau jetzt Teil 13 dran ist, wo es darum geht, dass Israel vor dem gelobten Land steht. Und wenn Gott uns so geleitet hat bisher, dann möchte er uns auch hiermit etwas sagen. Er hat einen Plan. Er hat ein gelobtes Land, auch für uns als Gemeinde. Dinge, die für Israel im physischen Sinn galten, gelten für uns im geistlichen Sinne. Für das Volk hat Gott das physische gelobte Land vorbereitet und für uns als Gemeinde, aber auch für jeden Einzelnen von uns hat er ein geistliches gelobtes Land vorbereitet und auserkoren. Einen geistlichen Ort, wo er uns nahestehen will, wo er uns segnen möchte. Glaubt ihr das für euer Leben? Glaubt ihr, dass Gott für euch ganz persönlich einen Plan hat? Einen Platz hat, wo ihr sein sollt? Ein gelobtes Land geistlich für euch? Und glaubt ihr, dass er das auch für uns als Gemeinde hat? Ich bin davon überzeugt. Und jetzt kommen wir zu, lustigerweise, Kapitel 13 von 4. Mose. Und da steht, und der Herr redete zu Mose und sprach, sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israels geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten aus ihrer Mitte. Gott schickt die Führer, quasi die Ältesten, in das Land, um es auszukundschaften. Und dann lesen wir weiter. Als nun Mose sie sandte, damit sie das Land Kanaan auskundschaften, sprach der Herr zu ihnen, zieht hier hinauf an der Südseite und steigt auf das Bergland,
und seht euch das Land an, wie es beschaffen ist. Und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, gering oder zahlreich ist. Und was für ein Land es ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist. Und was für Städte es sind, in denen sie wohnen, ob sie in offenen Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen. Und was für ein Land ist, ob es fett oder mager ist und ob es Bäume darin gibt oder nicht. Seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes. Es war aber eben die Zeit der ersten Trauben. Auch kein Zufall. Ja, und so schickt Gott diese Männer in das Land, um es auszukundschaften. Und er sagt, schaut euch an, was dort ist. Schaut euch an, was die Früchte dort sind, wie fruchtbar das Land ist. Aber schaut euch auch an, wie die Leute dort sind und wie die Städte beschaffen sind, wie einfach oder schwierig es sein wird, dieses Land zu erobern. Und so ziehen sie rein und wir lesen ab Vers 25. Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Sie haben sich ziemlich gründlich angeschaut, 40 Tage lang. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies ist seine Frucht. Das ist ein fruchtbares Land. Das ist ein tolles Land. Und wenn man aus der Wüste kommt, umso besser. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind fest und groß. Und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Söhne Enaks, das waren die Riesen. Die Starken. Und bei diesen Fürsten und bei diesen Leuten, die da ausgekundschaftet haben, da waren auch Josua und Kaleb dabei. Und ich meine, wir könnten das alles durchlesen, aber ihr könnt es gerne nachlesen in eurer Bibel. Es ist sehr interessant. Sie haben dafür plädiert, dass das Volk in das Land gehen sollte. Sie haben gesagt, wir können das schaffen. Gott wird die Feinde vor uns zerstören. Wir haben Gott auf unserer Seite. Wir können da reingehen. Aber die anderen Kundschafter haben gesagt, die Völker dort sind so stark, die können wir niemals besiegen. Die Städte haben solche Mauern, da kommen wir niemals dagegen an. Das schaffen wir nicht. Und jetzt sollten wir uns fragen, jetzt solltest du dich fragen, was wäre dein Bericht? Was wäre mein Bericht gewesen? Hätten wir berichtet, so wie Kaleb und Josua? Das Land ist gut und Gott ist stark und er ist mit uns und wir vertrauen auf ihn. Oder hätten wir berichtet wie die anderen? Ja, das ist gut, aber das ist nicht das Richtige für uns. Ja. Wir können das nicht. Wir sind nicht stark genug. Nee, das ist uns zu heikel. Wir könnten da scheitern. Und was war das Resultat? In Kapitel 14, Vers 1 bis 4. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht.
Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Haben wir alles schon gehört, oder? Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Und sie sprachen zueinander: Wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Das macht mich unheimlich traurig, wenn ich das lese. Nach all dem, was Israel durchgemacht hat mit Gott. Wie tragisch ist das denn? Die haben offenbar gar nichts dazugelernt. Ja, weder über die Kraft Gottes, noch über das Murren, noch über den Wunsch, zurück nach Ägypten zu gehen, noch über Rebellion gegen Mose. So ziemlich alles, was sie seit dem Auszug aus Ägypten gelernt haben, schmerzlich gelernt haben, haben sie schon wieder vergessen. Wie viele sind gestorben wegen den Fehlern, die sie gemacht haben? Miriam aussätzig geworden. Das war noch gar nicht lange her, das hatten wir erst letztes Mal. Ich hatte letztes Mal gesagt, dass das jetzt eigentlich die letzte Predigt in dieser Reihe hätte sein können. Wenn das Volk Israel bereit für das gelobte Land gewesen wären. Aber sie waren es nicht. Sie waren nicht bereit. Und wir? Sind wir bereit? Sind wir bereit, in das geistliche, gelobte Land, das der Herr für uns vorgesehen hat, sind wir bereit, da reinzugehen? Oder ist es uns auch zu schwierig, zu groß, zu heikel? Als ich ursprünglich mich an diese Predigt rangemacht habe, war das für mich eigentlich wie so jeder andere auch in der Serie. Es ging um bestimmte Themen, wir können über Murren wieder reden und Glauben und so Sachen. Aber dann hat Gott angefangen, sehr stark und schwer zu wirken. Und Gott hat es mir ziemlich deutlich gemacht, sehr deutlich gemacht und in mein Herz eingebrannt, dass es hier um mehr geht. Ich würde gern was Lockeres und Leichtes sagen, aber ich bin nur das Werkzeug. Gott entscheidet. Gott entscheidet, was wir wann zu hören haben. Und Israel stand hier an diesem Punkt an einem Scheideweg. Und Gott hat eine Entscheidung erwartet. Ja, wir können uns jetzt fragen, warum hat Gott überhaupt die Führer da reingeschickt in das Land, um es auszukundschaften? Warum hat er sein Volk nicht einfach reingeführt, alle Feinde fallen tot vor ihnen um und gut ist? Das wäre doch wesentlich einfacher gewesen, oder? Gott hätte doch wissen müssen, was da für Berichte zurückkommen und wie schwach der Glaube ist. Aber da geht es um Freiheit. Da geht es um die Freiheit, die wir haben, die Gott uns gegeben hat. Viele fragen sich, wie kann Gott all das Leid zulassen? Wie kann Gott all die Dinge zulassen, die passieren in der Welt, in der Gemeinde und so weiter? Warum? Da passiert so viel Schmerz, so viel Leid, so viel Elend. Warum lässt Gott das zu? Weil wir frei sind, weil Gott uns frei gemacht hat und wir die Freiheit haben, jeden Tag und jedes Mal zu entscheiden, ob wir mit oder ohne Gott gehen.
ob wir auf Gott vertrauen oder auf uns selbst vertrauen. Wir sind frei. Aber Freiheit bedeutet auch, dass ich mit den Konsequenzen meiner Entscheidungen leben muss. Freiheit bedeutet, ich darf entscheiden, den falschen Weg zu gehen, aber ich muss bereit sein, die Kosten dafür zu tragen. Ja? Unsere Kinder können sich entscheiden, ob sie gehorsam sind oder nicht. Aber wenn sie nicht gehorsam sind, dann gibt es Konsequenzen, sollte es zumindest geben. Und so haben wir alle einen freien Willen. Wir können jetzt auch schon mal die Musik einspielen. Josua und Kaleb, das waren die einzigen, die richtig entschieden haben. Die Gott vertraut haben. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie so ein Josua eigentlich tickt, dann können wir das nachlesen, als Israel 40 Jahre später nochmal an dem Punkt war. Und da steht geschrieben in Josua Kapitel 24, Verse 14 bis 15. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit. Und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stroms gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Josua ist sich sicher. Er will dem Herrn dienen. Das ist wieder so ein abgedroschener Bibelvers, aber ich liebe diese abgedroschenen Bibelverse, weil sie ja nicht umsonst abgedroschen sind. Da steckt eben so viel Wahrheit und so viel drin, was wir da rausziehen können. Ja, hier geht es 40 Jahre später wieder um das Siedeln im gelobten Land. Und erneut hat das Volk die Wahl. Gott zwingt sie nicht. Und Josua sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das war seine Wahl. Er sagt, uns ist egal, wer sich uns in den Weg stellt. Gott ist mit uns und auch die größten und mächtigsten Völker sind nichts vor Gott. Uns ist egal, wie schwer es wird, weil Gott uns Kraft geben wird, da durchzukommen. Uns ist egal, ob das logisch erscheint oder nicht, weil Gott weiß genau, was er tut. Er weiß es besser und er wird alles besorgen und uns damit versorgen mit dem, was wir brauchen. Das war Josuas Einstellung. Und diesmal hat sich das Volk anders entschieden. Diesmal haben sie sich für Gott entschieden. Aber 40 Jahre vorher, da wo wir jetzt sind, da war Israel nicht bereit. Sind wir bereit? Lassen wir uns vor Krieg, Corona, Inflation, Gasknappheit und all die sonstigen Riesen, die wir gerade in unserer Zeit haben, einschüchtern? Oder vertrauen wir einem starken Gott, der uns führt und leitet in unser gelobtes Land? Nehmen wir Gottes Wort ernst? Nehmen wir es wörtlich? Vertrauen wir, dass Gott in der Lage ist, ein Wort zu schreiben, das damals genauso aktuell war, wie es heute noch ist?
das genauso heute noch ein zweischneidiges Schwert ist, wie es damals war, noch genauso scharf schneidet? Oder sagen wir, nee, das zählt heute nicht mehr. Nein, das ist nicht mehr politisch korrekt. Nein, das müssen wir exegetisch anders auslegen, weil Gott nicht fähig ist, ein Wort zu schreiben, das damals genauso aktuell ist wie heute, das man damals genauso wörtlich nehmen konnte, wie man es heute wörtlich nehmen kann. Ich bin überzeugt, dass Gott von uns eine Entscheidung möchte, als Gemeinde, aber auch von uns persönlich. Wir müssen eine Wahl treffen und jeder Einzelne muss eine Wahl treffen von uns. Und mir persönlich macht das ehrlich gesagt Angst. Deswegen bin ich heute Morgen auch nervös, weil ich genau weiß, dass diese Wahl Konsequenzen hat. Dass das tiefschneidende Entscheidungen sind, die man trifft, die den weiteren Weg festlegen, wo es denn hingeht. Ins gelobte Land oder wieder in die Wüste rein. Gott wird da sein. Ja? Sowohl in der Wüste als auch im gelobten Land. Egal, was wir entscheiden, Gott wird sich nicht von uns entfernen. Gott wird da sein. Und er wird uns auch segnen. Aber der größere Segen ist im gelobten Land. Die Früchte sind im gelobten Land. Was genau hat Gott jetzt vor? Was genau möchte Gott von uns? Ich weiß es auch nicht genau. Aber ich spüre sehr stark, dass wir richtungsweisende Entscheidungen treffen müssen als Gemeinde, dass wir sehen müssen, wo gehen wir jetzt hin? Und wenn wir uns entscheiden für das gelobte Land, dann hat das einen Preis. Dann bedeutet das, dass wir eine Richtung einschlagen, wo wir vielleicht nicht glauben, dass wir das schaffen. Wo wir vielleicht nicht glauben, dass es richtig ist, menschlich gesehen. Aber wo wir vertrauen müssen, dass Gott diese Riesen, diese Völker, diese starken Festungen niederreißt. Und wir seine Frucht haben dürfen. Wenn wir in die Wüste gehen, gibt er uns Manna und Wasser, was wir brauchen zum Leben. Ja. Aber viel mehr Frucht ist im gelobten Land. Es wird wahrscheinlich um Dinge gehen wie Zugehörigkeit für unsere Gemeinde. Ja, mit welchen Lehren identifizieren wir uns? Leiterschaft, wie stellen wir uns die Leiterschaft der Gemeinde vor? Vielleicht auch, was ist der richtige Pastor? Wer ist der richtige Pastor für uns? Gott hat was vor und wir sollten alle beten. Wir sollten alle in uns kehren. Wir sollten schauen als allererstes, wo stehe ich und wo ist mein gelobtes Land? Wo Gott lässt uns wissen, wo wir sein sollen. Die Frage ist, ob wir es hören wollen und ob wir bereit sind, den Weg zu gehen. Weil er ist nicht einfach, er ist nicht bequem und er kostet was. Aber da ist die Frucht. Es wird spannend. Und auch als Gemeinde glaube ich, dass wir eine Zeit jetzt vor uns haben, wo Gott von uns Entscheidungen einfordert, wo Gott uns sagt, hier ist ein gelobtes Land. Guckt es euch an und guckt, ob ihr da rein wollt. Das ist eure Entscheidung. Das ist eure Entscheidung. Unser Vorteil gegenüber Israel ist,
Wir haben die ganze Bibel. Wir wissen, was passiert ist, als sie ins gelobte Land sind. Wir wissen, wie Gott die Feinde vor ihnen geschlagen hat. Wir wissen, wie sie das Land eingenommen haben. Und da können wir auch wissen, dass uns auch Gott siegreich in unser gelobtes Land führt, wenn wir uns entscheiden. Wir sind frei. Wir haben die Wahl. Lass uns beten. O himmlischer Vater, Herr, ich danke dir. Ich danke dir so sehr, Herr, dass du unter Kontrolle bist, dass du alle Dinge weißt, Herr, und dass du alle Dinge auch leitest. Mit deiner Weisheit, Herr, dass du genau weißt, was passiert, was vor uns liegt, auch wenn wir es nicht sehen. Und Herr, dass du uns dein Wort zeigst und dass du uns deinen Willen zeigst. Und so bitte ich dich, Herr, gib uns die Kraft. Gib uns die Kraft durch deinen Heiligen Geist, Herr, zu sehen, was dein Weg ist, zu sehen, wo dein gelobtes Land ist. Und Herr, gib uns die Kraft da auch, uns dafür zu entscheiden. Herr, wir möchten dir nachfolgen. Herr, wir möchten in dein Land, wir möchten deine Früchte schmecken. Herr, wir möchten deine Früchte ernten. Du bist ein großer Gott. Herr, ich danke dir für diese Gemeinde. Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, den du in diese Gemeinde geschickt hast. Herr, wir sind nicht durch Zufall hier. Du hast jeden Einzelnen von uns hierher geschickt, weil du einen Plan hast. Und so geben wir uns und die Gemeinde, Herr, in deine Hände. Und wir danken dir, dass wir in deinen Händen sein dürfen. In Jesu Namen. Amen. So, es geht mit Lobpreis. Was, kommst du hoch? Ja, vielen Dank. Lieber Sven, es ist nachdenkenswert für alle, die das gehört haben. Und ich darf an dieser Stelle euch, liebe Zuschauer, verabschieden. Seid behütet und seid gesegnet und habt einen guten Tag und eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.